Erster Redner ist jetzt Ralf Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen und seinerzeit ein starker Befürworter der Impfpflicht. Covid-Impfpflicht beschäftigt. In dem Sinn jetzt nichts Neues mehr hier im Hohen Haus. Wir beschäftigen uns ja seit über 3 Jahren eigentlich oder seit bald 3 Jahren mit diesem Thema immer und immer wieder. Von daher war es eben auch durchaus spannend, das letzte Mal durchaus auch mit einem neuen Aspekt eben auch konfrontiert zu werden im Gesundheitsausschuss, nämlich um die Frage, wo es um die Frage gegangen ist, ist Impfen oder ist sozusagen der Immunstatus eine Diskriminierung oder lag eine Diskriminierung vor, wenn man eben aufgrund des Immunstatus eben verschiedene Regelungen eben im Alltag eben hatte, 2G im Alltag. Und das war insofern spannend, weil der Eingeladene, weil jetzt kommt gleich die große Aufregung bei den Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen, man hört es wahrscheinlich daraus nicht, aber sie haben eh dann nachher die Möglichkeit, sich herauszustellen und selbst zu reden. Auf jeden Fall war der damals eben eingeladene Experte, der eben anwesend war, der Dr. Karl Stöger, das ist ja nicht irgendwer, sondern das ist ja ein Medizinalrechtsexperte, durchaus der Meinung, dass eine Differenzierung keine Diskriminierung ist. Und er hat es auch eigentlich recht anschaulich und gut eben dargelegt, wo er eben auch dargelegt hat, dass es eben auch darum gegangen ist, dass solange etwas sachlich und fachlich begründet ist, solange es eben auch darum geht, dass man eben das österreichische Gesundheitswesen eben schützt, dass es sich hierbei eben um eine Differenzierung handelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte anerkennen Sie das, Sie können das ja auch immer noch nachsehen. Das war ein öffentliches Hearing, Sie brauchen sich nur das Statement eben anhören. Und das sagt ja nicht nur der Dr. Karl Stöger, sondern das sagt ja auch der VfGH, der ja alle entsprechenden Verordnungen, die es damals gegeben hat, des Rechtens erachtet hat und eben nicht gehoben hat. Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ hier immer noch nicht müde werden, eben Gegenteiliges zu behaupten. Aber das ist halt faktenwidrig, so wie so vieles von den Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen. Aber kommen wir noch zum Abschluss zu etwas durchaus sehr Positivem. Heute am 1. Februar wird die HPV-Impfung für alle Menschen in Österreich bis 21 gratis. Und das ist etwas Wichtiges und etwas Großartiges. Mit der HPV-Impfung haben wir ein wichtiges Instrument in der Hand, Gebärmutterhalskrebs in den Griff zu bekommen, vielleicht sogar auszurotten. Es ist eines unserer wichtigsten Instrumente in der Prävention, so wie jede Impfung ein gutes Präventionsinstrument ist. Und ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, liebe Jugendliche hier in Österreich, ab 14 ist es eure alleinige Entscheidung, euch impfen zu lassen. Nutzt dieses Präventionsinstrument. Danke. Der Verfassungsgerichtshof hat sehr wohl einige Entscheidungen der Regierung aufgehoben. So zum Beispiel war das Spielplatzverbot sehr wohl verfassungswidrig. Also ganz korrekt war Ralf Schallmeiner nicht. Ebenfalls für gesetzwidrig beurteilt wurde damals eine Gastroverordnung. Da war vorgesehen, dass Speisen und Getränke nur im Sitzen konsumiert werden durften. Auch eine Personenobergrenze war Inhalt des Gesetzes. Auch das hat der Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben.